Ja, hallo Freunde. Bevor ich nun zu meinem definitiv letzten Video zur Chili-Sortenvorstellung 2022 komme, will ich euch aber noch kurz das hier zeigen, quasi als Intro. Und zwar im Garten, ihr seht hier meinen völlig zerstörten Folientunnel. Ist schon richtig peinlich, wie dieses Teil aussieht. Aber das war abzusehen, das war letztes Jahr, also es war schon im Herbst sehr baufällig, dieses Teil. Und der Regen und der Schnee und das Eis hat ihm jetzt wirklich den Rest gegeben. Also das Regal ist umgestürzt, es ist eigentlich alles völlig im Eimer. Da kann man nichts mehr aufbauen. Hier liegen die Chili-Töpfe rum, alles kaputt. Und wenn es jetzt endlich mal wieder wärmer wird, muss ich hier aufräumen, unbedingt. Schaut euch das an hier, richtig eingedrückt und voller Eis. Also ich kann den Tunnel auch noch nicht abbauen, weil hier alles voller Eis ist. Ich gehe einfach mal einmal rum mit euch. Es ist schon also echt Wahnsinn, wie dieses Teil zusammengebrochen ist. Da guckt das Gestänge raus. Aber kein Ding, Leute, der neue Tunnel ist da und wird dann hoffentlich, wenn es dann klappt, im März aufgebaut. Also weil dann geht es ja auch schon bald wieder richtig los mit der nächsten Chili. Züchtung für das Jahr 2023. Ich habe eine Menge vor dieses Jahr. Eine sehr viel große Menge, wie ihr noch sehen werdet. Und ihr seid dann unmittelbar dabei. Und hier muss ich auch mal die Tomatenstangen endlich mal abnehmen. Oh je. So hat man zu tun. Okay, aber nun viel Spaß bei der letzten Folge der Chili-Sortenvorstellung 2022. Diese Pflanze hier, diese Chili-Pflanze, sollte eigentlich eine Golden Nugget sein, aber der Phänotyp der ganzen Pflanze sieht völlig anders aus. Von daher kann ich euch gar nicht sagen, um was für eine Chili-Sorte es sich hier handelt. Es ist jedenfalls nicht die Golden Nugget, weil sie hat keine panaschierten Blätter. Die Golden Nugget ist ganz charakteristisch mit ihren panaschierten Blättern und auch die Früchte sind wesentlich kompakter, wesentlich ja, eher so ein bisschen birnenförmiger und nicht so länglich wie diese hier. Aber nichtsdestotrotz werde ich diese Chili hier ernten, verkosten. Und die sieht sehr schön aus. Die Beeren gefallen mir sehr gut. Und je nachdem, wie sie mir mundet, werde ich sie in mein Repertoire auch für die nächsten Jahre aufnehmen. Aber um was es sich für eine Sorte handelt, kann ich euch hier an dieser Stelle leider nicht sagen. Schöner Farbwechsel hier von lila zu grün. Also schon eine schöne Pflanze. Und die hört irgendwie gar nicht mehr auf. Die produziert immer mehr Beeren. Und mittlerweile sind alle möglichen Farbtöne hier an dieser Pflanze vorhanden. Von diesem Lila zu dem Grün. Und hier sind auch Orange, Gelb-Orange. Und auch schon ein paar Reife dann, wie ihr seht. Fette, rote Früchte. Und die werde ich auch bald verkosten und euch natürlich dann mitnehmen. Bin gespannt, was dabei rauskommen wird, wie die schmecken wird. Na, wir werden es gemeinsam erleben. So, auf diese Verkostung bin ich jetzt extrem gespannt. Und zwar, es soll ja wie gesagt eine Golden Nugget sein. Ist es jedoch nicht, weil es einen ganz anderen Phänotyp hat. Und deswegen kann ich euch auch nicht sagen, was es für eine Schärfe hat und wie es schmeckt. Ich werde einfach mal eine aufschneiden. Vielleicht die hier noch ein bisschen festere. Und mal gucken, wie das von innen aussieht, beziehungsweise wie die geschmacklich sind. Also mal hier aufschneiden. Jede Menge Kerne drin, das sehe ich schon. Das ist mal ein bisschen vorsichtiger. So. Ups, okay. So, mal dran riechen. Okay, eine Chili ist es schon mal. Riecht wie eine Chili. Jetzt mache ich noch mal eine zweite auf. Etwas reifere. Diese dunkelrote. Gucken, wie das hier aussieht. Ein bisschen vorsichtiger. So. Jo. Samen ist drin, das ist schon mal interessant. Schon mal gut. Ja, riechen beide gleich gut. Werde ich gleich den Samen daraus pulen. Aber zuerst mal muss ich jetzt unbedingt kosten. Vielleicht erstmal von der Spitze. Sieht eigentlich harmlos auch aus, die Chili. Deswegen teste ich gleich mal ein etwas größeres Stück von der Spitze. Guck
gucken. Mhm. Knackig ist sie auf jeden Fall auch. Hat eine leichte Schärfe, gar nicht so wenig. Ja, vielleicht auch so zwei oder so. Werde ich noch mal ein bisschen mehr von der vom Anfang, da wo also der Ansatz ist, mal probieren. Vielleicht auch mal so. Ja, ein bisschen mehr kann ich schon nehmen. Mal ein bisschen mutig sein. So. Und mal testen. Mhm. Oh ja. Mhm. Tatsächlich. Nicht schlecht, Freunde. Die Golden Nugget, was keine Golden Nugget ist, aber schmeckt erstens und hat bestimmt eine Schärfe von... Sorry. Also ich würde schon vermuten, stimmt von 5 oder eine 6 mindestens. Auch hier werde ich mir ein paar anlegen zu meinen anderen kleinen Beeren. Doch, schmeckt sehr lecker. Kann ich mit leben. Werde ich auch im nächsten Jahr machen. Diese Chili mit dem unbekannten Namen. Dann kommen wir hier mal zu der nächsten Chili. Und zwar ist das eine ganz klassische oder die klassische Salsa Chili aus Peru. Die Aji Verde. Der Name sagt schon, dass man die überwiegend grün erntet und dann gleich für eine Salsa verarbeitet. Man kann sie aber auch ausreifen lassen, so wie ich. Hier im Zimmer nachgereift. Die sind wunderschön nachgereift. Ganz toll. Die waren alle noch grün, als ich sie reingeholt habe. Und ich werde davon ein Pulver machen. Und im reifen Zustand hat sie etwa einen Schärfegrad von 6 bis 7. Werden wir gleich testen. Und es ist eine Bacatum. Die sind schon ein bisschen schwellig, weil die, wie gesagt, schon ein bisschen länger liegen. Aber zum Trocknen ist das gar kein Problem. Hier ist noch eine grüne dabei. Kann ich auch mal verkosten, mal sehen. Und ich werde mir die hier mal, oder die hier, die sieht noch am gesündesten aus, einfach mal aufschneiden. Mal gucken, wie die von innen aussieht. So, ich euch mal zeigen. Diese klassische Salsa-Chili. Boah. Unmengen an Samen. Riecht nicht ganz so stark. Aber das muss ja nichts heißen. Ich habe jetzt auch gar keine Handschuhe an, weil ich denke mal, dass so ein Schärfegrad 6 bis 7 einigermaßen so zu ertragen ist. Ich probiere es gleich mal. Mit euch, für euch, wie auch immer. Gleich mal mutig, wie ich bin, gleich mal von hier oben ein Stück. Von der Aji Verde. Hält sich auch alles noch in Grenzen, so ein bisschen von der Schärfe. Mal ein bisschen Plazenta dazu nehmen. Leute, ich weiß nicht. Ist da wieder überhaupt keine Schärfe dran. Bin ich jetzt nur. Schmeckt lecker. Davon abgesehen hat sie sehr süßlicher Geschmack. Aber von der Schärfe schmecke ich jedoch nichts. Nee, ist ja verrückt. Probiere ich mal hier mutig. Nee, Leute. Tatsächlich keine Schärfe.
Nee. Na gut, dann ist es so. Dann will ich daraus doch kein Pulver machen. Völlig scharflos. Ich schneide noch mal eine auf. Das muss ich jetzt noch mal probieren. Nicht, dass es an der einen Beere liegt. Jetzt werde ich es mir einlegen, ist klar. Und dann so wegschnabulieren. Gleich mal hier wegnehmen. Gleich mal ein größeres Stück. Nee. Auch hier schmecken tut sie. Aber die Schärfe ist tatsächlich, tja, null, Leute. Aji Verde kann es von daher auch nicht sein. Nicht scharf. Tja, immer wieder Überraschungen, die man so erlebt. Ja, Freunde, und das hier ist eine Criolla Sella. Da habe ich mal nachgeschaut. Die Pflanze ist ganz extrem reichhaltig tragend und liefert Unmengen von gelben Früchten. Ist eine Baccatum mit einem Schärfegrad von ungefähr 7. Tja, Unmenge Früchte. Bei mir ist das die einzige Frucht, die dranhängt. Das stimmt nicht ganz. Es hängt drei Früchte dran. Zwei reifen gerade noch nach. Die sind noch völlig grün. Aber zumindest habe ich hier eine reife Criolla Sella. Und wenigstens davon werde ich mal Samen nehmen. Also dem Internet kann man so auch immer nicht trauen, beziehungsweise ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe die Pflanze vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Wie auch immer, Criolla Sella, schauen wir mal kurz rein, wie sie aussieht. Und wir verkosten auch ein Stück. Ja, und es ist auch Samen drin. Wunderbar. Und zwar sogar viel. Für so eine kleine Beere, mastig an Samen. Da bin ich schon mal beruhigt. Mal drin schnippern. Ja, sieht gut aus. Das muss ich mir jetzt mal so raus machen, bis ich meine Pinzette wieder an der Hand habe. Aber so lange sollte ihr ja nicht warten, das ist ja Quatsch. Ich probiere jetzt einfach mal hier ein Stück. Schärfegrad 7. Mal sehen. Ja. Eher eine 1. Also auch hier. Ich habe eigentlich eine scharfe Chili erwartet von dieser Baccatum. Aber ist es eigentlich nicht. Die Criolla Sella. Naja, ich werde mal Samen nehmen und mal überlegen, was ich nächstes Jahr damit machen werde. Criolla Sella, vielleicht aber auch nicht. Von dem Äußeren her, vom Phänotyp kommt es hin, aber definitiv nicht von der Schärfe. Die kann ich ja jetzt auch gleich wegessen. Was soll ich denn die jetzt noch aufheben? Die eine. Mal eben hier die Chilis rausmachen. Na, Körnchen rausmachen. Ich koste jetzt mal das ganze Stück hier. Ja. Also vom Geschmack ist sie auch nicht berauschend. Ich kann mir nicht denken, dass es eine Criolla Sella ist. Naja. Ich habe es euch trotzdem gezeigt. Ich nehme mal den Samen und dann sehen wir weiter. Ja, Freunde, und hier habe ich eine Pflanze bzw. ein paar Beeren von der Pflanze, von der ich absolut nicht weiß, was es ist. An der Pflanze war kein Schild, keine Bezeichnung. Ich vermute mal, dass sie vom Schneeglöckchen ist. Und liebes Schneeglöckchen, wenn du jetzt zuhörst und das siehst, kannst du mir vielleicht verraten, was das für eine Pflanze ist oder für eine Beere, von welcher Pflanze das ist? Ich finde die richtig toll, weil erstmal liebe ich diese runden Beeren oder fast runden Beeren. Und außerdem ist Gelb ja sowieso eine meiner Lieblingsfarben im Chilireich. Naja, ich werde die einfach mal aufschneiden hier und mal schauen,
Was sich dahinter verbirgt. Oh, geht schwer ab, das Köpfchen. So, mal eben aufschneiden. Oh, richtig krass, total dicke. Seht ihr das? Ja, gell? Ganz dicke Wände davon. Ich wollte mal ein bisschen Samen hier rausnehmen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, um was es sich für eine Art hier handelt. Geht schon so Richtung Rocotto. Gelbe Rocottos. Könnte das eine Rocotto sein? Tja, da muss ich nachher mal googeln. Bei gelben Rocottos. Und jede Menge. Nee, Rocottos kann es nicht sein. Ich habe ja hier keine schwarzen Samen. Weil die schwarzen Samen sind ja das Charakteristikum von den Rocottos. Also kann es keine Rocotto sein, aber mit einer dicken Fruchtwand. So, jetzt will ich mal hier verkosten. Einmal hier durchschneiden. Richtig. Oh, derbe. Ist auch wunderschön nachgereift in der Wohnung. So, jetzt verkoste ich mal hier so ein Teil. Erstmal noch mal ran riechen, habe ich jetzt vergessen. Tja, riecht schon lecker. Erstmal das kleinere, man weiß ja nie. Oh. Oh. Gut, dass ich bloß das kleine probiert habe. Uiuiuiui. Freunde. Oh, was habe ich denn da für eine Art erwischt? Meine Güte. Oh, also bestimmt eine 8. Oder eine 7, sowas in dem Dreh. Wahnsinn, also die werde ich auf jeden Fall, kommt die bei mir in meine Samentütchen und wird nächstes Jahr definitiv wieder ausgesät. Also, krasses Teil. Ein gelber Knubbel. Also, ordentlich Schärfe, muss ich sagen, werde ich wahrscheinlich trocknen. Vielleicht auch mal 1, 2, 3 einlegen, mal sehen. Gut, das wäre es von meiner gelben Knubbel. Jetzt habe ich aber gerade eine andere Rocotto aufgeschnitten und die war noch unreif. Und da waren die Samen auch noch nicht schwarz. Vielleicht habe ich doch eine Rocotto. Ich nehme mal eine etwas reifere Frucht. Zumindest ist die etwas schrumpeliger. Und wie sehen die Samen aus? Nee, die sind genauso weiß, genauso hell. Tja, die ist schon etwas angegammelt, diese Frucht. Tja, ich muss probieren nochmal eine. Die etwas, ja, die sehen alle gleich reif aus oder gleich alle gleich unreif aus. Ich probiere jetzt nochmal die hier, wie die von innen ausschaut. Tja, auch weiße Samen. Die fühlen sich auch relativ, ja, relativ reif an. Also dürfte es doch keine Rocotto sein. Ja, die gehen auch gut vom Fruchtfleisch, lösen die sich gut. Also sollten eigentlich reife Samen sein. Ja, reife Beeren sein. Tja, wir werden uns nächstes Jahr überraschen lassen. Es sei denn, jemand von euch sagt mir, was das für eine Art sein könnte hier. Das Ding jedenfalls ist so, hat so ordentlich Bums, das habe ich gerade festgestellt. Nun gut, bis dann. Man erlebt im Chili-Reich ja immer wieder tolle Überraschungen, was Farben und Formen von Chilis angeht. Und so ist es auch hier. Diese Pflanze wurde mir angeboten als Holiday Cheer. Eine sehr dekorative Chili-Pflanze, die runde Beeren hat von weiß, also cremefarben abreift nach rot. Also das ist definitiv keine runde Chilibeere, wie ihr seht. Also ist es auch keine Holiday Cheer oder es hat sich was verkreuzt, wie auch immer. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie scharf diese Chili ist. Ich würde mal vermuten, dass es auch eine Annuum ist. Wächst sehr schnell. Wenn man jetzt hier unten guckt, da ist auch die erste orangene rote dabei. Wo ist es? Na, jetzt versteckt sie natürlich hinter einem Blatt. Also hier mache ich da mit euch zusammen eine Verkostung. Mal gucken, was dabei rauskommt. Eine Nicht-Holiday
Quatsch hier. Ja, und das ist meine erste Ernte von der Holiday Cheer in Anführungsstrichen. Ich werde mir davon trotzdem mal ein paar Samen nehmen. Erstmal aufschneiden hier, wie sie von innen aussieht. Und dann auch mal verkosten hier mit euch zusammen. Eben hier aufschneiden. Oh, sage mal. Ganz schön schwer zum Aufschneiden. Boah, ist ja voll mit Samen. Na? So. Ehe ich jetzt den Samen hier raushole, werde ich mal eine kleine Verkostung machen. Wie die so ist. Oder erstmal dran schnuppern. Okay. Hier unten mal ein Stück. So scharf wird die schon nicht sein, nehme ich mal an. Oh. Ach du je. Ach ja je. Von wegen, die wird nicht scharf sein. Was ist das denn? Das ist ja höllisch. Oh, von der Spitze von unten. Und die kann man ja gar nicht so einlegen und essen. Ach, die werde ich auch trocknen müssen. Uiuiuiui. Also das hatte ich jetzt nicht erwartet. Dann will ich mal so eine kleinere, so eine Unreife probieren. Ob die genauso viel Bums hat. Meine Güte nochmal. Oh ja. Das gibt's doch gar nicht. Es ist jedenfalls keine Holiday Cheer, aber die hat es ordentlich in sich. Das ist bestimmt irgendwas auch so eine Thai Chili. Oh ja, da werde ich unbedingt Samen nehmen. Und die kann man so nicht essen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Die ist ja wirklich Hölle. Also, Wahnsinn. Die angebliche Holiday Cheer hat mich jetzt sehr überrascht. Sehr angenehm überrascht. Abgesehen davon, dass sie wirklich scharf ist, schmeckt sie eigentlich auch sehr fruchtig. Das muss ich wirklich sagen. Tja, jetzt habe ich hier eine unbekannte Chili, die aber echt klasse ist. Die es auf jeden Fall lohnt, weiter zu vermehren. Klasse. Ja, und was wir hier sehen, sollte eigentlich eine Lucifer's Dream sein. Diese Pflanze habe ich auch geschenkt bekommen. Vom Schneeglöckchen, aber Lucifer's Dream sieht wirklich anders aus, also hat eher so die Form so ein bisschen wie die Peter Pepper und davon ist diese Chili doch nun weit von entfernt. Aber schöne rote Beeren und ich probiere die jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sorte ist, aber es muss ja nicht schlecht sein, also nicht schlimm sein. Ich nehme mal hier so eine schöne rote Reife, schneide die mal auf. Ja, mal hier ganz aufmachen. So. Gucken, wie sie duftet. Ja, riecht auch schon gut. Tja, ich mal probieren soll. Ich muss probieren. Da ich die ja nun wirklich überhaupt nicht kenne. Muss ich wenigstens wissen, was mir so ungefähr für eine Schärfe mich erwartet, wenn ich die Samen hier ernte und auch fürs nächste Jahr weiter, also mir aufhebe. Ich probiere jetzt einfach mal. Hier ist ein kaputtes Samenkorn. Das wollen wir nicht. Probiere einfach mal die Spitze jetzt hier. Bisschen vorsichtig sein. Hat irgendwie einen recht süßen Geschmack im ersten Moment. Schön fruchtig tatsächlich. Scharf noch nicht. Bisschen. Gucke mal weiter oberhalb. Hier ein kleines Stück abschneiden. Probieren.
Ein witziger Geschmack. Jetzt kommt auch so ein bisschen die Schärfe. Ich würde mal auf 5 tippen, vielleicht Richtung 6. Und nochmal ganz von vorne, ganz am Anfang der Beere. Ja, doch, kommt auf jeden Fall die Schärfe durch. Ich habe keine Ahnung, was es sich für eine Chili handelt, aber ich werde hier auf jeden Fall mit verwerten, das ist klar. Hier sind noch ein paar Grüne dabei, die sollten nicht ganz so ein scharfes Aroma haben, also scharf sein, aber ja, schmeckt auch. Ich werde mir auf jeden Fall auch hiervon die Samen nehmen. Von der Pflanze, von der Beere, die definitiv nicht Lucifer's Dream ist.